So, die Gnome haben die Geschenke hinter die Wand mitgenommen. Ziehen Sie den roten Hebel über die gestrichelte Linie und schließen Sie dann das Fenster. Aber das ist nicht 100% gleich hier, ne? So. Ja, dann wollen wir mal losfahren hier. 45 darf ich fahren, 45 Meilen. Gehe über langsam 1. Mal lesen wir alles durch hier, nicht wie beim letzten Video. Und dann wollen wir mal die Gnome fangen, beziehungsweise was auch immer wir machen sollen hier. So, ein bisschen runtergehen hier mit der Geschwindigkeit. Jetzt geht es nämlich bergab. Slow. Slow, sagte ich. Wow, das ist ein steiler Berg. Bremsen wir. Schnell. Ziehen Sie den roten Hebel unter die gestrichelte Linie, um abzubremsen. Habe ich schon gemacht, Kollege. Geh über beschleunigen. Puh, das war knapp. Oh, wäre das eine Kurve gewesen, so wären wir vom Gleis gekippt. Nutzen Sie den roten Hebel zum Beschleunigen und Bremsen, aber bremsen Sie immer vor Kurven. Schauen Sie, da vorne auf der Brücke ist auch ein Gnom. Fangen wir ihn. Was? Der Gnom ist verschwunden. Wo ist er nur hin? Geiles Szenario. Das gefällt mir. Ich hoffe, euch auch. So, da vorne ist 20. Da schon mal abbremsen. Fahren Sie die Spirale nicht zu schnell hoch. Achten Sie auf die Geschwindigkeitstafel. Ich bin ja schon dabei, bei den 20 runtergehen hier. Ich will nicht hier Minuspunkte haben. Hallo, schneller, schneller, schneller. So, dann fahren wir mal die Spirale. Oh Mann, das nervt hier. Ich stehe bei 45 dran und nicht 20. Naja. Halt, schneller. Jetzt geht's mich weg. Uff. Ist nur die Richtgeschwindigkeit 20 hier. Man kann natürlich auch schneller fahren. 45, wenn man es sich traut. Aber haben wir ja letztes Video gesehen, wo ich ein bisschen schneller gefahren bin und plötzlich umgekippt bin. So, wir sind oben. Da, am Bahnsteig ist noch ein Gnom. Verlieren Sie ihn nicht aus den Augen. Dann verlieren wir ihn nicht aus den Augen. Aber gleich wird er wieder grün aufleuchten, habe ich das Gefühl. Und dann gibt es Probleme. Oh, buh, weg. Oh nein, er ist verschwunden. Dort bei dem Felsen habe ich noch einen der Gnome gesehen. Ihm nach. Gehe über die Fensterli-Rock. Fensterli? Fensterrock oder was hier? Naja. Aber eine schöne Landschaft. Ne? Haben sie gut gemacht hier, so als kleine Kinderbahn hier. So eine Gartenbahn. Können wir schön nachbauen. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Müssen gleich wieder bremsen. Der ist auch weg. Er ist auch verschwunden. Werden wir die Gnome jeweils erwischen? Jemals erwischen? Jeweils. Jemals erwischen? Gehe über Bremsen. Da sehe ich den nächsten roten Gnom. Wow, Bremsen! Am Fuß des Berges geht's um eine Ecke. Da muss ich mal tief runtergehen mit der Bremse.
Empfohlene Geschwindigkeit 20. Müssen wir jetzt auch mal einhalten hier, sonst fliegen wir gleich um hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sticheln sie uns auch noch. Drei Stück hintereinander. Gehe über Snowfell. Also Schneefeld. Oder? Snowfell? Da vorne stehen die drei Zwerge. Auf dem Berge. Sie werden viel Schwung brauchen, um die vorausliegende Steigung bewältigen zu können. Ziehen Sie den roten Hebel nach oben. Auf geht's. Packen wir es an. Gehe über Patio. Nicht zu schnell. Auch nicht zu langsam, Andreas. Wow, wir haben es geschafft, aber wir sind wieder da, wo wir losgefahren sind. So fangen wir diese Schufte nie. Aber Moment, ich glaube, ich habe da eine Idee. Szenario abgeschlossen. Yeah. Ja, das war's, die Gefahrt hier, ne? Ja, es geht natürlich noch weiter. Jetzt habe ich hier zwei Erfolge freigeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.